liebe Follower und Followerinnen, ihr habt entschieden, Hochland bekommt den goldenen Windbeutel 2020 für die dreisteste Werbelüge des Jahres. Ich bin der Grünländer Käse von Hochland und ich bin heute hier, um zu protestieren, denn ich will keine Werbelüge mehr sein. Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen mich ein, um bessere Tierhaltung zu unterstützen. Und ich sehe ja prächtig aus, die Butterblumenwiese auf der Verpackung, die grüne Seele und mein Name der Grünländer Käse. Sogar mit Milch von Freilaufkühen werbe ich. Aber die traurige Realität ist anders. Denn die Tiere sehen keine Weide und stehen im Stall. Und der ist alles andere als grün. Darum bin ich heute hier, um zu protestieren. Ich will endlich keine Werbelüge mehr sein und möchte mich heute bei Hochland zurückgeben. Dann würden wir jetzt mal schauen, wie Hochland reagiert und ob Hochland die Werbelüge zurücknimmt. Das hier ist jetzt der Haupteingang. Mal sehen, ob dadurch, dass wir hier stehen, schon jemand rauskommt. Gut, wir versuchen jetzt mal reinzugehen und schauen mal, ob jemand bereit ist, zu einem Gespräch herauszukommen. Okay, Hochland möchte offenbar nicht, dass wir reinkommen. Guten Tag, hier ist Manuel Riemann von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Wir sind wie angekündigt vor Ihrem Haupteingang und möchten Ihnen das Votum von mehr als 65.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern übergeben, die abgestimmt haben, dass der Grünländer Käse die dreisteste Werbelüge des Jahres 2020 ist. Ich finde es beschämend, dass der Hersteller so mit Verbraucherkritik umgeht und sich nicht einem offenen und transparenten Dialog hier vor Ort stellt, wo wir extra angereist sind und mehr als 65.000 Menschen ihre Stimme abgegeben haben. Es ist schade, dass Hochland auf die Weise auf Kritik reagiert. Um zu untermauern, dass es hier nicht einfach um eine Kampagne geht, sondern dass hier eine Täuschung stattfindet, haben wir repräsentativ fragen lassen, was denn die Menschen mit diesem Begriff Freilaufkühe verbinden. Und das Ergebnis ist eindeutig, 78% der Menschen sagen, selbstverständlich verstehen wir darunter in irgendeiner Form einen Weidezugang. Und nur 14% der Menschen sagen, die Kühe dürfen sich ausschließlich im Stall frei bewegen. Hier findet eine Täuschung statt. Ich war heute hier, um mich bei Hochland zurückzugeben, denn ich schäme mich für meine Erzeuger. Verbraucherinnen und Verbraucher werden nach wie vor getäuscht und glauben, sie kaufen Käse, der von Freilaufkühen stammt. Dabei will ich endlich keine Werbelüge mehr sein. Thank you.